Hi, ich bin's wieder und heute wollen wir einer speziellen Frage nachgehen, und zwar: Was ist besser, Kampfsport oder Selbstverteidigung? Oft werde ich gefragt, ja, kann man nicht auch irgendeinen Kampfsport machen und damit sich selbst verteidigen? Grundsätzlich ja, an Kampfsport ist nichts verkehrt. Ich mache selber sehr gerne Kampfsport. Ich habe mit Kampfsport angefangen. Thai-Boxen, Jiu-Jitsu, MMA und bestimmter Bereich aus diesem Sport ist natürlich auch für die Selbstverteidigung sinnvoll. Ja, das Schlagen und Treten ist sehr gut in der Selbstverteidigung zum Beispiel. Aber Kampfsport und Selbstverteidigung haben verschiedene Ziele und auch verschiedene Regeln, verschiedene Taktiken zum Teil und auch verschiedene Techniken. Warum ist das so? Wenn wir die Situation im Kampfsport angucken: Im Kampfsport gibt es zum Beispiel feste Regeln. Dies bedeutet, die Kämpfer wissen genau, wann der Kampf losgeht, und die wissen, wann der Kampf ausgeht. Das bedeutet, das Verletzungsrisiko am Ende des Kampfes ist beschränkt, da der Ringrichter einschreitet und die Kämpfer natürlich auseinandernimmt, wenn es zu hart wird. Zum anderen ist es im Kampfsport nicht erlaubt, bestimmte Stellen anzugreifen. Nehmen wir mal Genitalien, Augen, Hals und der Nackenbereich, so dass bestimmte Verletzungen oder bestimmte Schmerzreize gar nicht entstehen können. Zum anderen gibt es im Kampfsport in der Regel Schutzausrüstung. Minimum Zahnschutz und Handschuhe, egal ob es MMA-Handschuhe sind oder nicht, und gegebenenfalls auch so sonstige Schutzausrüstung. Im Kampfsport gibt es auch nur ein 1 gegen 1, es gibt nur einen Gegner. Und es kann auch niemand weiteres dazukommen, grundsätzlich, da das Ganze alles so geregelt ist. Und auch Waffen kommen im Kampfsport nicht vor. Auch Gegenstände, zum Beispiel ein Aschenbecher und ähnliches. Das einzige Ziel im Kampfsport ist es zu punkten, also Punkte zu sammeln, gegebenenfalls den Angreifer K.O. zu machen oder einen Submission-Griff anzuwenden, um den Kampf zu gewinnen. Wenn wir zur Selbstverteidigung gehen: In der Selbstverteidigung gibt es keine Regel. Der Angriff kommt überraschend, bedeutet, wann der Kampf beginnt, weiß man nicht, und ob er überhaupt beginnt, weiß man auch nicht. Der Endausgang eines Kampfes ist unklar. Hört der Angreifer auf, wenn ich K.O. bin, oder wird er weitermachen, so dass ich sehr, sehr schwere, vielleicht lebenslange Schädigungen davontrage? Angriffe in Genitalien, in die Augen, in den Hals und auch in den Nackenbereich sind erlaubt, die zu starken Schmerzreizen und natürlich auch zu schweren Verletzungen führen können. Es gibt keine Schutzausrüstung, es gibt mehrere Angreifer, nicht nur einen, und zu allerletzt können natürlich auch Waffen und andere Gegenstände genutzt werden, um euch anzugreifen, euch zu verletzen, und genauso könnt ihr natürlich Gegenstände nutzen, um euch zu schützen. Ziel in der Selbstverteidigung ist es, im zivilen Bereich immer gesund und unverletzt aus einer Situation herauszukommen. Dies ist natürlich nicht immer möglich, aber so gesund und so unverletzt wie möglich. Wenn wir nun das Ganze vergleichen: Kampfsportler sind sehr ausdauerfähig, die haben eine super Schlagkraft, super Athleten sind das, und die können sehr gut kämpfen. In der Selbstverteidigung wollen wir natürlich auch dahin, wir wollen eine super Ausdauer, wir wollen super Schlagkraft, weil Schlagkraft und Schlagen ist sehr, sehr essentiell. Aber wir konzentrieren uns teilweise auch auf Stellen, wo wir nicht so viel Schlagkraft benötigen, um den Angreifer kampfunfähig zu machen, so dass sich auch jeder wehren kann im Endeffekt. Kampfsportler trainieren für eine Trainingssituation, für eine Ringsituation. Die Taktiken, die Techniken, das Mentale ist nur für diese Situation ausgerichtet, um einen Kampf in einem Ring unter bestimmten Regeln zu gewinnen. In der Selbstverteidigung wollen wir uns für eine reale Situation vorbereiten. Dies bedeutet, wir wollen vor allem die Aufmerksamkeit schulen. Wir wollen lernen, so aufmerksam zu sein, dass wir einen Angriff vorhersehen können und diesen verhindern können, bevor wir überhaupt in diese Kampfsituation wie in einem Ring hineinkommen. Dies bedeutet, wir wollen vorbeugen, gegebenenfalls Schläge und Tritte als erstes setzen, so dass der Angreifer bereits vor dem Angriff außer Gefecht ist. Wir wollen eventuell fliehen, wenn wir die Möglichkeit haben. Wir wollen verteidigen, also einen Schlag- oder Trittangriff oder einen Griff so lösen, dass der Angreifer möglichst schnell kampfunfähig sein wird. Wir wollen lernen, mehrere Angreifer abzuwenden, bedeutet, gegen mehrere Personen gleichzeitig zu kämpfen. Und wir wollen natürlich auch lernen, auf Angreifer mit Waffen
zu reagieren, und zwar richtig zu reagieren und die Situation so zu lösen, dass wir möglichst unverletzt herauskommen. Das geschieht in der Selbstverteidigung. Eine zweite Frage ist Sparrings. Ohne Sparrings bringt die Selbstverteidigung nichts. Das ist natürlich bedingt möglich. Wenn ich zum Beispiel eine Selbstverteidigungssituation löse, ich blocke, ich wehre ab und mache den Angreifer sofort kampfunfähig, ist ein Sparring für mich völlig unrelevant. Aber es gibt auch Situationen, in denen der Angreifer zum Beispiel unter Drogen ist und natürlich die Schmerzreize nicht so stark bei ihm ankommen, so dass es viel länger dauert, ihn kampfunfähig zu machen. In diesen Situationen kann ein Sparring eine sehr gute Trainingsvariante sein. Ja, aber das Sparring in der Selbstverteidigung läuft grundsätzlich nicht 1:1 so ab wie im Kampfsport, denn wir konzentrieren uns da natürlich auch zum Beispiel auf mehrere Angreifer, auf Waffen mitunter und natürlich auch auf Angriffe auf bestimmte Stellen, die in der Kampfsportwelt nicht erlaubt sind. So, also, wenn ihr euch das nächste Mal entscheiden wollt, okay, möchte ich Kampfsport machen oder möchte ich in der Selbstverteidigung tätig sein, dann überlegt euch euer Ziel. Wollt ihr einen guten Sport machen? Ist es euch nicht wichtig, euch selbst zu verteidigen? Und ihr wollt trotzdem etwas Kämpferisches machen, weil ihr Spaß daran habt? Dann geht zum Kampfsport. Wenn ihr allerdings sagt, ich möchte etwas für die Realität, ich möchte mich selbst verteidigen können, dann ist wahrscheinlich die Selbstverteidigung die bessere Variante. Und da seid ihr natürlich bei uns im Krav Maga, bei Krav Maga Global, Krav Maga Company im Bereich Bremerhaven, BR Kesa, Cuxhaven. Herzlich willkommen. Yeah.